Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zu meinem kleinen Angespielt. Dieses Spiel heißt Korall und es ist eine Liebeserklärung an den Ozean. Wir tauchen in die Meeresströmung in wunderschöne Unterwasserwelten, lösen Rätsel, um Korallenriffe wieder zum Leben zu erwecken und in unterschiedlichen Meeresökosystemen die Schönheit der Ozeane aufleben zu lassen. So steht es jedenfalls im Epic Store in der Beschreibung. Ich weiß oder denke mir, dass das in anderen Stores dann auch geben wird, dieses Spiel. Wir spielen das, wie gesagt, nur an und werden erleben, wie empfindlich unsere Natur auf Industrie oder den Mensch reagiert. Ne? Ich habe dort einige kleine Sachen noch mit reingeschnitten, die dann informationsreich sind, um da ein bisschen besser einzusteigen. Oh, ich wünsche dir viel Spaß und schön, dass du dabei bist. Ich verstehe es nicht. Muss ich hier irgendwas noch drücken, oder? Pass auf, ich tauche einfach mal auf. So, wir sind das Licht. Guck mal. Jetzt habe ich das verstanden. Oh, schön. Ja, die ist ja niedlich. Wir nehmen da alle mit. Wir gucken uns das mal an. Hier, guck mal hier. Was war das? Oh nein! Oh, die haben... Oh, die haben alles zerstört. Irgendwie. Nee. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Ich tauch mal. Also, so wie es aussieht, ist unsere Aufgabe, da die ganzen kleinen Lichter mitzunehmen, ne? Hier kommen wir auch nicht rüber, guck. Gut, dann schwimmen wir eben nochmal zurück. So grafisch ist das schon total niedlich, ne? Guck mal, da dieser Riesenwal. Hier kommen wir. Ich will jetzt nicht glauben, wir kommen da nicht weiter. Ja, abgeliefert. Oh, wie schön. Also habe ich die quasi gesammelt, um sie dann hier dann abzuliefern. Liefen, hm? Dynamitfischerei zerstört sensible Korallenkolonien. Die Explosion tötet Korallengewebe und der aufgewirbelte Schutt verhindert die Erholung umliegender Korallenkolonien. Ja. Also ist das Spiel auch quasi so ein wenig ein... Belehrung an die Menschheit, was wir mit der Natur anrichten, oder viel eher die Industrie. Und da hängen wir natürlich auch mit dran. Pass auf, hier. Ja, hier. Ich will das mit abgeben. Ich hab das gefunden. Das reicht wohl noch nicht. Man muss wohl mehrere haben. Eins, zwei. Beim letzten Mal waren es drei. Guck mal, ob hier. Jawohl. Jetzt haben wir alle drei. So, jetzt pass auf. Und der Weg nach unten ist frei. Ja, das war knapp. Okay.
Okay, wir sind im nächsten. Was sind wir denn hier? Das scheint eine Art Rift zu sein dort. So, komm mal mit. Nein, wir müssen hier. Wir müssen wieder zurück. Oder müssen wir hier oben lang? Nee. Da lang. Schön, oder? Ist schon hübsch gemacht. Es dauert ungefähr 100 bis 106 Jahre, bis sich ein Korallenriffsystem von den Nachwirkungen der Dynamitfischerei erholt hat. Das ist enorm, ne? Hallo, Fisch. Schildkröten. Oh. Ach, da hinten haben wir sie wieder. Komm hier. Einige Nationen haben Dynamitfischerei erfolgreich eingedämmt. Sie ist generell verboten, wird jedoch in Gegenden fortgesetzt, in denen Sprengstoffe zur Verfügung stehen und die Menschen verzweifelt sind und Hunger leiden. Hui! Weiter geht's. Okay, wir brauchen noch ein paar. Müssen wir lang. Komm hier jetzt. Ich finde das auch so schön gemacht, dass das alles erst so schwarz-weiß ist quasi. Also na, zerstört durch die Industrie. Und das... Nein, schon wieder. Wenn man überlegt, wie lange Korallen dann auch brauchen, um wieder zu genesen, ne? Der Wahnsinn. So. Von den mehr als 5000 weltweit bekannten Korallenarten kommen etwa 3400 Arten in einer Wassertiefe zwischen 50 und 6000 Metern vor. Muss man sich mal vorstellen. Das weiß ich nur, nicht weil ich klug bin, sondern weil ich es gegoogelt habe. Guck, alles putt. Ach Mensch, ist nicht schön. Alles irgendwie tot. Wie gesagt, wenn man überlegt, wie lange die brauchen, um sich zu regenerieren, wenn überhaupt, ne? Und man darf nicht vergessen, es sind Tiere. Die gehören genauso wie die Quallen zu den Nesseltieren. Also es sind keine Pflanzen, ne? Ich habe gerade den Klugscheißer-Modus an, wie ihr merkt. So, da kommen die nächsten. Nummer 1. Wir sind ja anderen. Guck. Ach, guck mal, wir machen die an. Schön. Und das dritte? So. Nummer 1, Nummer 2. Aber es ist gar keine Musik mehr. Ne? Jetzt ist sie wieder da. Da drüben. Okay. Schon wieder farbenfroh. So, ich rede bewusst etwas weniger, um euch das mal, dass ihr das mal ein bisschen genießen könnt. Nicht ständig mein blödes Gequatsche.
Es wird geschätzt, dass über 55% der Riffe der Welt durch zerstörerische Fischerei beschädigt wird oder vernichtet. Wir bringen quasi die Korallen wieder zum Leben. Wir erwecken die quasi wieder zum Leben. Ist er wieder, unser Freund der Wahl? So wie es aussieht, müssen wir diesen Strom immer mitnehmen dann. Oder wie? Habe ich es verstanden. Wie schön der Fisch gerade bin, ne? Oh wow. Einige Korallen erzeugen violette und grüne Sonnenschutzpigmente, um sich vor hohen Temperaturen zu schützen, bevor sie vollständig bleichen. Und absterben.
Und Nummer 3. Eine fehlt noch, aber wo? Aha. Müssten wir alle zusammen haben. Dieses Spiel gibt es momentan im Epic Store. Meeresströmungen beeinflussen das regionale Klima, das Meeresleben und den Nährstoffkreislauf. Der Transport von Nährstoffen fördert das Gedeihen vieler Arten von Pflanzen und Meerestieren. Thank you.
Wir gehen in die Tiefe, wie gesagt, bis zu 6000 Metern. Bis zu 6000 Metern wachsen noch Korallen. Der wissenschaftliche Name Anthozoa, habe ich hier gerade gelesen. Ich weiß jetzt nicht. Ach, hier kommen wir gar nicht rein. Okay, wir müssen erst noch sammeln. Da will ich nochmal zurück. Ich habe doch da gerade... Oder komme ich gar nicht mehr? Nein, ich komme leider nicht mehr zurück. Schade, ich habe da eins übersehen. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. So, dann kommen sie raus. Die Korallen? Noch gar nicht. Kommen wir gar nicht rein. Unheimlich, ne? Also nochmal mit Schwung. Und los. Die nehmen wir mit. Bestimmt auch brauchen. Und dann rauschen wir hier oben mal durch. Oh, weißt du, hätte ich mir doch gedacht. Einige ehemals trockene Unterwasserhöhlen wurden durch das wärmere Klima, das die Eiskappen zum Schmelzen und dadurch die Meeresspiegel zum Ansteigen bringt, geflutet. Okay. Irgendwas haben wir übersehen. Gleich nochmal. Wir probieren das nochmal. Auf. Oder ist hier oben noch? Nee. Nicht oben. Nee, das haben wir eingesammelt. Gut. Wenn wir mal hier unten hin. Also. Ganz vorsichtig. Hier dran vorbei. Und? Nee. Ach, guck mal. Und hier das zweite müssen wir dann anbekommen, aber mir fehlt irgendwie. Da geht das hier noch tiefer. Nein. Okay, die Frage ist jetzt, wie wir hier weiterkommen. Pass auf, jetzt nochmal zurück. So, dann nehmen wir die mal mit. Da müssten wir jetzt eigentlich mehr als genug haben.
tun, um euch zu bringen. Ja, jetzt haben wir es doch. Und von hier aus geht's weiter. Also ich finde das richtig gut gemacht. Vor allen Dingen ist eine Mischung aus Erholung und wirklich so Kleinrätsel, ne? Geschicklichkeit. Sieh hier, wir gehen immer tiefer. Und dementsprechend werden die Korallen dann auch immer dunkler. Na, das wird nicht reichen. Okay. Knifflig. Guck mal, wie wir das lösen können. Kommen wir hier jetzt schon durch? Nein. Wir gehen mal weiter. Finden schon eine Lösung. Ach, guck mal, hier haben wir schon wieder eine. Weiß ja nicht, wie viel reichen jetzt. Ich glaube, 2, 3 müssten es dann schon sein. Aber das ist jetzt nochmal 2. Und dann tippe ich mal. Nee, falsch getippt. Ich dachte, hier oben ist jetzt Nummer 3, dass wir da durch können, aber ist nicht. Aber hier. Es wird auch immer unheimlicher so ein bisschen, ne? Finde ich. Reicht immer noch nicht. Jetzt können wir hier runter. Pass auf. So. So. Wird nicht ganz reichen. Moment. Hab eine Idee. Ist hier unten. So, jetzt hier und damit werden wir das hier wahrscheinlich aufkriegen dann. Los! Hier. Auf! Macht er nicht. Warum macht er das nicht? Das sind sie auch nicht durch, ne? Hm. So, jetzt haben wir 3 Stück. Das müsste eigentlich jetzt reichen. Ernsthaft? Immer noch nicht? So, hier kommen wir nicht raus. Gut, jetzt aber. Jetzt haben wir 4 Stück. So. Jetzt kommen wir hier auch raus. Müssen wir gleich nochmal machen? Ja, 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 ja. Und? Hey, wir wurden jetzt einfach durchgeschwemmt. Ich wollte...
Wir wollen noch oben lang. So, wo sind wir? Es scheint eine Art gesunkenes Frachtschiff zu sein. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr nehmt das Video nicht als Belehrung, sondern eher als Anregung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren mal schreibt, ob euch sowas gefällt generell. Mir war es einfach ein Herzenswunsch, das Video rauszubringen. Und wir sehen uns zum nächsten Let's Play. Passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss.